So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, ich hoffe, wir können diese Mission auch am Tag machen. Das habe ich noch nie probiert. Richtig? Korrekt. Anscheinend funktioniert's. Moment, da hinten liegt noch was. Das holen wir uns gleich. Interagieren sollst du, passt. So, dann schauen wir uns das mal an. Sieht alles sauber aus. Gehen wir weiter. Jo, machen wir. Da liegt noch was. Sehr geil. Nicht interagieren, du sollst das aufheben. Ja, genau. Spinnenseide, sehr gut. Nehme ich sehr, 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 sehr gerne mit. Falls ich einen neuen Fisch fangen möchte. So, wir fahren gleich zum nächsten. Automatische Fahrt fortsetzen, jupp. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Ihr braucht's nur hinfahren und... Pum, der ist weit weg. Und eigentlich nur die Reaktoren halt überprüfen. Mehr braucht's nicht machen. Das müssen wir halt dreimal machen. Das Problem ist, dass wir halt, glaube ich, keine Schnellreise machen können, obwohl wir in Ortschaften fahren. Also zumindest wurde es mir nicht vorgeschlagen. Jetzt, momentan. Aber ja, was soll's. Genießen wir ein bisschen die Musik und ein bisschen die Landschaft. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Also, bis gleich. Die Sonne geht bald unter. Nockt. Allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Ja, finde ich auch.
Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja, hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Ja, die Verschwendung von meiner Zeit und von meinem Geld, lieber Ignis. So, wir sind beim zweiten angelangt, nach einer langen, langen Fahrt. Aber trotzdem haben wir es geschafft. Ah, da sieht man ja bis von da, dass das Licht brennt, oder? Da müssen wir ja nicht hingehen extra. Passt schon, das Spiel will es so. Da steht der Nächste. Schnell, sehen wir nach. Das Licht brennt, meine Herrschaften, wir brauchen nicht nachschauen. Passt schon, wir machen's. Hallo? Du schaust dir nicht den Reaktor an, oder was auch immer das ist, den Schaltkasten, keine Defekte, sondern irgendwas anderes. Los, weiter! Okay, dann fahren wir zum nächsten. Der ist Gott sei Dank nur 1 Kilometer weit weg. Das heißt, nur ein wenig Musik hören. Und nicht die ganze Zeit. Gehen wir einkaufen. Ja, okay. Nein, wir gehen nicht einkaufen. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Komm mit. So, automatische Fahrt fortsetzen, lass bitte. Nichts liegen. Okay. So, und wir hören uns gleich wieder, wenn wir da unten sind. 1 Kilometer. Das geht ziemlich rasch. So ein Dreck. Wo ist er? Fahren wir mal ganz normal weiter. Vielleicht kommt er ja nochmal. Los geht's. Kämpfen möchte ich schon gegen ihn. Vielleicht ist er auch da runtergegangen. Aber sehen tue ich ihn nicht. Von der Weite jetzt zumindest. Schade. Es wären schöne Erfahrungspunkte gewesen. Aber ja, was soll's. Passt schon. Aha. Moment. Na, jetzt sind wir wieder dran vorbei. Das war jetzt irgendwo da oben. Wahrscheinlich irgendwelche freiläufenden Tiere. Aber wir sind schon da. Na, dann parken wir mal ein, würde ich sagen, ne? Schön, wie du einpackst. Wer will was essen? Ja, essen gehen könnten wir eigentlich auch mal was. Obwohl es nicht vonnöten ist, trotzdem. Gehen wir mal noch vorher was essen, ne? Wir sind willkommen. Servus. Darf's was zu essen sein? Ja. Das auf jeden Fall. Kannst du uns was Neues zeigen? Okay. Was hast denn? Was darf ich bringen? Eine Pommes mit Ketchup, bitte. Kommt sofort. So. Danke. Kein Problem. Na sicher sieht man sich wieder. So, dann schauen wir mal. Geht's mir aus dem Weg? So, da sind wir richtig. Gut. Das müsste der letzte. Ja, das ist es auch. Hoffentlich ist der auch. Das Licht brennt. Ich glaube schon, dass das in Ordnung ist. So, wo ist er jetzt? Da hinten. Diesmal stelle ich mich richtig hin. Damit er nicht wieder den Boden inspiziert. Haben wir's? Hallo? Vorsicht. Ah. Wir haben Besuch. Los geht's. Na, dann machen wir die schnell kalt, oder? Jungs, was zu tun? Fein, dann kümmere dich. Die Wirkung eines Toxins. Das ist leibernd. Ich mache nur Warp-Angriffe und krieg Fertigkeitspunkte dafür. Hier, 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 hier,
Naja, gut, jetzt ist das Warp-Ding auch leider aus. Aber das passt. Licht ins Dunkle, fertig. Ja. Das glaubst du. Und ja, es sind über 10.000 Punkte. Mangel ist ein großes Problem. Die Sicher breiten sich einfach immer mehr aus. Ja, die haben mich sogar vergiftet. So, Licht ins Dunkle bringen, Holly Bescheid sagen. Ja, machen wir gleich automatisch weiterfahren. Lasst nichts liegen. Okay. Wie lange fahren wir denn da? Ich brauche nämlich die leider Gottes die Fertigkeitspunkte. Na, eh nur 2 Kilometer. Gut. Das ist für mich irgendwie so, ja, komisch, wenn ich dann immer das Mikro ausmache. Aber ich weiß sonst nicht, was ich sonst erzählen soll. Die 2 Kilometer. Ich finde, da kann man wirklich mal schön entspannen. Überhaupt als Let's Player. Ich hoffe, ihr seid mir nicht deswegen böse. Also, wir hören uns gleich. Nennt man Glück. In diesen Klopper kommen wir niemals. Oh doch. Den machen wir jetzt gar nicht. Komm, geht schon. Ah, das ist ein normaler. Den haben wir schnell down. Schaut euch das an, der bricht jetzt schon zusammen. Die können nicht sehr viel dagegen mich ausrichten. Diese kleinen Mausibären da. Und weg ist er. Alter, so laut. Ja, Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Warum nicht? Gehen wir. Ich glaube, ich werde da ein bisschen in der Nacht immer dumm laufen und alles killen, was kommt. So, geht schon. Weiterfahren. Lasst nichts liegen. Okay. Wie lange haben wir denn noch? So, los geht's. Ja, eh nicht mehr so weit. Thank you.
nicht. Da fühle ich mich irgendwie gleich sicher. Wir fühlen uns alle sicher. Bei Licht müssen wir wenigstens keine sicher fürchten. So, okay, gehen wir. Bringen wir ihr die Nachricht, dass eigentlich alle Scheinwerfer funktionieren und dass wir die Aufgabe eigentlich umsonst gemacht haben. Wenigstens kriegen wir dafür Erfahrungspunkte. Jetzt sieht man auch, wie das Teil da oben sich jetzt wieder bewegt. Wenigstens was. So viele Frauen da und keiner macht das. Ist komisch. So. Einfach die Hauptstraße darauf. Und dann rechts. Ja, ja, genau. Danach gehen wir Glühwürmchen jagen, oder? Oder machen wir den Chocobo? Ich glaube, ich mache zuerst den Chocobo. So, geht schon? Hallo, wie ist es gelaufen? Alles okay. Gib keine Probleme. Entschuldigt die Umstände. Das soll echt nicht wieder vorkommen. Das verspreche ich euch. Warum? Ich nehme einfach viel zu viel an. Und dann komme ich nicht hinterher. Dinge bleiben liegen und ich krieg Schwierigkeiten. Jetzt ist mir endlich klar geworden, dass ich damit im Grunde auch keinem weiterhelfe. Die Sicher haben vor langer Zeit eine Freundin von mir getötet. Darum habe ich bei Exineris angefangen, um Licht herzustellen, damit sowas nicht mehr passiert. Fürchtest du deshalb die Sicher? Ja, sie erinnern mich daran. Aber von jetzt an übernehme ich nur noch, was ich auch wirklich bewältigen kann. Mein Job ist mit Verantwortung verbunden und der will ich schließlich gerecht werden. Ich bin dir wirklich zu Dank verpflichtet, mein Jägerlein. Jägerlein. Oh, und die Belohnung natürlich. Hier, bitte. Danke. Was kriegen wir denn eigentlich? So, sehr, sehr gut. 14.000. Wie viel Geld hast du mir jetzt gegeben? Jawohl. Ich glaube, das war's jetzt mit der hier. Bislang habe ich nie Nein gesagt. Aber was nicht geht, geht einfach nicht. Ja, da kommst früh drauf. So. Wir machen den nächsten Quest hier. Und das ist Chocobo retten. Das ist gute Idee. Ist nicht so weit weg von dort. Sie ist wirklich mit Herz und Seele bei dem, was sie macht. Fast schon zu viel, finde ich. Hoffentlich wird der Stress bald ein bisschen weniger. Also, da würde ich mir bei dir keine Sorgen machen. Nicht so weit weg. Einfach nur mit Auto geradeaus. Und dann gleich da. Und bei Mission. Nächste Mission, die wir machen, meistern. So, beweg dich, Noctis. Ach komm jetzt. Geh drüber da. Gibt's ja nicht. Wie weit ist denn die weg? Die sind ziemlich weit weg, oder? Ja, 3 Kilometer, das ist schon ziemlich weit. Mal schauen, ob wir eine Schnellreise hinmachen können, obwohl es eigentlich eh schon wurscht ist. Ich lasse ihn wieder fahren. Wir werden den Part jetzt einfach hier wieder unterbrechen. Ich brauche die Fertigkeitspunkte. Bitte, gehst du da jetzt weiter? Das kann ja nicht wahr sein. Bleibt überall bei jedem Scheißdreck hängen. So, warum steht mein Auto da unten? Habe ich es nicht vorne? Nein, ich habe es da unten abgestellt. Gut, gut, gut. So, dann werden wir den Part, wie gesagt, hier beenden. Und wenn ich dann da oben bin, werden wir uns dann wieder hören. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's.